Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Glückspilz, wie geht eigentlich? Ich wurde öfter mal angeschrieben, mit welchem Programm nimmst du auf, wie sind deine Einstellungen, was hast du für Mikrofon, nutzt du ein Mischpult und. Habe ich mir gedacht, immer ich beantworte die Fragen, aber ist auch ein bisschen umständlich. Ich habe zwar eigentlich einen Gaming-Kanal, aber ich kann ja hier eine kleine Sparte machen, wo ich wirklich nur über das Setup rede, wie es hier bei mir der Fall ist. Und das erste Programm, was ich dann vorstellen möchte, wäre VoiceMeter Banana. Das tippt ihr einfach bei euch zu Hause oder wo auch immer in der Suchmaschine ein, kommt dann auf diese tolle Seite und ihr müsstet auch schon direkt in dem richtigen Reiter drin sein. Dann scrollt ihr minimal nach unten und habt hier halt auch schon die Download-Links. Das Programm ist völlig kostenlos. Ihr könnt natürlich eine Spende tätigen an die Entwickler, das ist aber halt euch überlassen. Sonst ladet ihr das runter, dann taucht das halt im Download-Ordner auf, Doppelklick drauf, installieren. Und fertig. Dann habt ihr danach so ein Overlay, was ihr hier öffnen könnt. Ich werde nur ein bisschen drauf eingehen, wie meine Einstellungen hier sind, wie ihr das einstellen wollt und müsst. Das ist eigentlich euch überlassen und relativ viel mit rumprobieren, weil jedes Setup, was ihr zu Hause nutzt oder auf der Arbeit oder wo auch immer, ist immer ein bisschen anders und da gibt es meiner Meinung nach nicht die optimalen Einstellungen, wo ich sagen kann, stell das so ein, dann klingst du hervorragend. Das wäre mir auf jeden Fall neu, sonst könnt ihr mir das gerne sagen, dann übernehme ich das auch. Als erstes müsst ihr hier den Hardware-Input 1 regulieren oder einstellen, da stellt ihr halt euer Mikrofon ein. Und immer diesen MME-Slot müsst ihr auswählen. Das WDM funktioniert nicht so richtig und alles andere auch nicht, deswegen nehmt ihr MME und dann auch wirklich euer Mikrofon, was ihr in den Software-Einstellungen halt auch drin habt. Als nächstes könnt ihr hier einstellen, ob ihr ein bisschen heller klingen wollt oder ein bisschen dunkler klingen wollt oder ob ihr vielleicht ein Echo bei euch in die Stimme implementieren möchtet. Das müsst ihr, glaube ich, entscheiden zu dem, was ihr macht. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ein Horrorspiel ist, was ihr aufnehmt, ist natürlich auch mal vielleicht ganz cool, wenn man in dieser Verbrecherrolle drin ist und da hat man so ein bisschen Echo in der Stimme oder sowas. Das kann ganz cool klingen, aber man kann sich damit auch sehr viel kaputt machen. Deswegen seid vorsichtig mit den Einstellungen. Stellt ihr das zu dunkel, klingt ihr so ein bisschen, als ob ihr in Pappkarton redet. Klingt ihr das zu hell, klingt ihr, als ob ihr in eine leere Dose sprecht. Das will dann auch keiner hören und das wollt ihr wahrscheinlich selber auch nicht hören. Als nächstes gibt es hier einmal die Compression und einmal das Noise Gate. Die Compression ist so ein bisschen, wenn man das einstellt, wird man einfach vom Mikrofon virtuell lauter geregelt. Das finde ich ganz schön. Ich habe da ein bisschen rumgespielt. Für mich passen die Einstellungen jetzt, wie ich es habe. Ich werde da auch nicht viel dran ändern, weil sonst ist das wie so ein Rattenschwanz. Man fängt irgendwo an und hat dann wieder eine andere Baustelle. Da wird man nach einer Zeit ein bisschen verrückt. Im Noise Gate, das seht ihr hier links ausschlagen. Das reguliert quasi das Mikrofon runter. Also wenn ihr aufhört zu sprechen, setzt das dann ein und sagt, wie stark das Mikrofon leise wird und auch ab wann das Mikrofon ausschlägt. Also das dürft ihr nicht zu hoch stellen. Wenn ich das jetzt zu hoch stelle, ich kann das mal auf volle Pulle drehen, dann, wenn ich wirklich sehr laut rede, dann hört ihr mich. So, das war jetzt nur ein kleines Beispiel dafür, dass man dann wirklich sehr laut reden muss und das war wahrscheinlich auch gerade völlig abgehackt und so ein Kram. Ich weiß es nicht, ich höre es ja erst beim Schneiden. Aber das müsst ihr halt irgendwie regeln. Für mich passt das bei 4, manchmal kann man es bei 3, 5. Es liegt halt dran, wie laut ihr auch euer Mikrofon eingestellt habt. Ich habe meins, glaube ich, bei 60% stehen von der Lautstärke, weil sonst kommt halt irgendwie ein Rauschen und all so ein Kram. Das ist alles nicht mehr so schön. Das reguliere ich dann quasi über VoiceMeter so, dass es dann für mich passt. Das Ähnliche könnt ihr hier mit dem Fader machen. Wenn ihr den hochreguliert, werdet ihr natürlich sehr laut und wenn ihr den runterreguliert, sehr leise. Will keiner hören oder man möchte es auch selber nicht hören, weil das Nachbearbeiten macht keinen Spaß, wenn man zu leise ist. Reguliert man das über irgendwelche Lautstärke-Mixer wieder hoch, dann hast du ein Rauschen, dann klingt das nicht toll. Hast es zu laut, hast du die ganze Zeit ein Rauschen und versuchst das mit irgendwelchen Rauschunterdrückungsprogrammen zu regulieren. Das ist dann stundenlange Arbeit für Kleinigkeiten, das macht dann auch keinen Spaß. Mit einem Doppelklick könnt ihr die Sachen wieder alle auf den Rotzustand zurücksetzen. Also wenn ihr euch irgendwo mal vertan habt oder so und das gefällt euch nicht und ihr trefft nicht genau den Punkt, dann Doppelklick, dann seid ihr wieder auf dem Ursprungszustand. Natürlich nicht, wie ihr es vorher eingestellt habt, sondern wirklich, wie es vorher war. Da müsst ihr halt mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe die Kanäle A1 und B1 drin und habe mein Mikrofon auf Mono gestellt. Das klingt für mich einfach schöner. Ich könnte es zwar auch auf Stereo lassen, aber dann klinge ich irgendwie, so ein bisschen Verzerrung ist da irgendwie gefühlt drin. Man klingt so ein bisschen wie so ein Nachhall. Das hat mir halt einfach nicht so gefallen, deswegen habe ich das auf Mono stehen. Habe das später nochmal auf Stereo dann reguliert, aber das ist ja auch was anderes. Da kommen wir irgendwann mal zu. Hier habe ich die virtuellen Inputs. Müsst ihr gucken. Ich habe die eine ganze Zeit lang ausgehabt,
habe dann aber irgendwie gemerkt, wenn ich in ein Schnittprogramm was nachregel, dann klinge ich halt auch irgendwie doof und zu bassig oder zu hell oder das klingt, als ob so ein Rauschen da mit drin ist, als ob man unter Wasser redet, das ist irgendwie, war irgendwie alles sehr krass und dann habe ich da so minimal für mich rumgespielt, um dann den passenden Wert zu finden. Das habe ich aber erst gemacht, nachdem ich den Equalizer hier eingestellt habe. Den zeige ich euch mal ganz kurz. Da könnt ihr liebend gerne diese Einstellung kurz pausieren und übernehmen, wenn ihr das möchtet. Ich kann nicht 100% sagen, welcher Herzbereich was in eurer Stimme ändert. Ich kann nur sagen, am Anfang und am Ende ist quasi, dass die Stimme abgerundeter klingt. Also da sollte immer so ein kleiner Bogen drin sein, wie es hier auch der Fall ist. Dieser vordere Bereich ist für den Basston und dieser hintere Bereich ist für die Hochtöne. Wie gesagt, regelt ihr das hier zu stark ein, klingt ihr halt auch irgendwie zu bassig, zu hell, zu flackernd in der Stimme. Das ist dann alles nicht so schön. Übernehmt mal die Einstellung, wenn ihr da Bock drauf habt, probiert damit ein bisschen rum. Testet aber selber aus und um das auszuprobieren, könnt ihr am besten diese Kassette hier nehmen. Mit dieser Kassette könnt ihr auf Aufnahme drücken und dann auf Play und dann hört ihr euch quasi, was ihr aufgenommen habt. Dann müsst ihr nicht immer eine Aufnahme von einem Spiel starten, rumprobieren und dann wieder alles ausmachen. Da wird keiner glücklich und ihr auch nicht, sondern ihr drückt einfach auf Aufnahme, danach auf Play und ihr könnt testweise hören, wie ihr klingt. Was wichtig ist, das zeige ich euch mal eben hier und dann geht ihr auf den Lautstärke-Mixer. In diesem Lautstärke-Mixer seht ihr hier schon den Voice Meter und der schlägt aus. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich die eine, oh, ist gemutet und ich höre dich trotzdem. Nee, ist keine Zauberei, sondern das ist quasi ein Ausgabegerät. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann werdet ihr merken, dass man sich immer doppelt hört und das macht keinen Spaß. Man kann sich nicht aufs Reden konzentrieren und es wirft einfach alles über den Haufen. Deswegen mutet euch hier. Das hat mich am Anfang wahnsinnig gemacht, weil ich nicht wusste, was ich wo wie einstellen muss. Deswegen möchte ich möglichst alle Einstellungen, die man hier so relativ wichtig vornehmen muss, in diesem kleinen Video abarbeiten. Und das ist eine davon. Das muss wirklich ausgestellt werden, sonst geht's gar nicht. Hardware-Output ist ähnlich wie der Hardware-Input. Da wählt ihr hier unter A1 einfach euer Lautsprecher aus, ob es jetzt ein Boxen sind oder vielleicht irgendwas beim Bildschirm oder was ihr auch immer nutzt, müsst ihr einfach einstellen. Für mich ist es halt das Headset mit MME auch wieder, dann klappt das auch alles. Und zudem, das zeige ich mal, muss kurz auf den zweiten Bildschirm, blups, habe ich hier mein Aufnahmeprogramm und da sieht man hier schon in den Einstellungen Voice Meter Output. Voice Meter Output muss genommen werden, wenn ihr was anderes nehmt, werdet ihr euch nicht hören. Ihr könnt auch, na, das ist falsch. Ihr werdet euch hören, wenn ihr euer Standardmikrofon nehmt, aber dann habt ihr diese Einstellungen alle umsonst gemacht. Also ihr stellt ja quasi hier den Rohinput ein, dass das euer Mikrofon sein soll und dann gibt dieses Voice Meter Banana das halt als Voice Meter Output wieder raus und das müsst ihr einstellen, weil sonst habt ihr hier diese ganzen Einstellungen sind dann für die Katze. Dann stellt ihr hier ein, stundenlang sitzt ihr hier vor und denkt, boah, jetzt klingt's cool. Dann macht ihr eine Aufnahme und sagt dann, hä? Okay, ich klinge eigentlich genauso wie vorher. Das ist ja, irgendwas ist da nicht richtig. Das könnt ihr damit halt verhindern. Mehr gibt es dazu eigentlich so gar nicht zu sagen. Wie gesagt, übernehmt die Einstellung, wenn ihr da Bock drauf habt. Probiert ein bisschen rum. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich werde dann vielleicht versuchen, im nächsten Video darauf einzugehen, wenn es um Voice Meter Banana geht. Fragt einfach nach. Ich werde es bestmöglich versuchen zu beantworten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Beste. Thank you.